Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bed Wars. Wir spielen auf der Map Castle. Und hier gilt es, sich schnell in die Mitte zu bauen. Was wir dann gleich auch machen werden. Hoffentlich sind wir auch Erster. Drei Blöcke immer am Anfang bauen, dann hält die Brücke besser. Ist so ein Geheimtipp von mir. Bisschen hoch. Und die Blöcke reichen natürlich nicht. Aber hoffentlich löst er uns gleich ab. Nee, doch. Gut. Komm. Jawohl. Er hat's verstanden, worum es geht. Hier ist hoffentlich ein bisschen Eisen gespawnt. Okay, das reicht uns vollkommen aus. Da holen wir uns den Brustpanzer und das Schwert. Die Rüstung. Ein paar Blöcke brauchen wir auch noch. Essen. Und ein paar Spitzhacken. Dann geht es auch schon los. Wir sind Team. Rot. Alles klar. Okay, da geht's ab. Unser Dude wurde auf jeden Fall getötet. Blau ist alleine und grün ist in der Mitte. Das ist nicht nett. Das macht man nicht. Ist nicht die feine Art und es muss bestraft werden. Erkenne ich nichts. So kann man es nicht. Das kann man nicht bringen. Es gibt gleich mal Bettentzug. So eine Frechheit erlaubt man sich nur einmal. Und dann ist das Bett weg. So, jetzt bloß nicht sterben. Ne, sterben können wir eigentlich schon, aber unser Bett darf bloß nicht abgebaut werden. Deswegen gehen wir mal kurz nach Hause. Und da kommt auch schon einer. Na? Jetzt gehst du wieder, ne? Da haben wir ihn vertrieben. Sein Bett ist ja auch nicht mehr da. Aber er könnte Gold haben und ist deswegen eine Gefahr, die ausgelöscht werden muss. Er wird sogar ziemlich sicher Gold haben. Muss gestoppt werden. Und das war gut überrascht. Und wo ist denn der Nächste? Der muss sich hier hinten verstecken. Na? Da ist er down. Jawohl. Läuft auf jeden Fall schon mal gut. Welche Teams gibt's denn noch? Es gibt noch Gelb. Blau ist schon raus. Blau ist raus. Gehen wir mal zu Gelb. Nice. So ein Crap. Das war eher ärgerlich, aber habe ich auch einen Fehler gemacht, dass ich mich da hochgesteckt habe. Aber wenigstens haben wir das eine Team schon mal rausgekegelt. Ich hole mir, glaube ich, noch, ja, ich hole mir noch das Equip vom Eisen. Das reicht perfekt aus. Wo ist die gute Spitzhacke? Wir hätten ja auch die Mega-Spitzhacke holen können. Aber die brauchen wir nicht. Verteilen wir hier noch ein paar normale Spitzhacken. Und dann gehen wir gleich mal schauen, was es so bringt. Oh, da stürmt auch schon einer an. Aber wir haben einen Bogenkollege. Lassen wir erstmal nichts anbrennen. Hier. Ich werf das Gold einfach in den Abgrund. Ach, du hast ja gar keinen Bogen. Okay, der ist jetzt echt ein frecher Dude. Das gefällt mir mal gar nicht. Jetzt aber nach oben. Und den guten alten Kran bauen.
Wo ist denn jetzt der Equipter? Ach, der wartet da oben. Okay, jetzt wird's entscheidend. Jetzt geht's ans Eingemachte. Okay, der ist weg. Ist an Fallschaden gestorben. Tschüss. Oh mein Gott! Nein, ein Block! Das war der falsche. Ein Block dahinter. Ein Block dahinter, aber egal. Das war jetzt ärgerlich. Ein Block dahinter. Ich dachte, die haben den guten Block über das Bett gesetzt. Haben sie aber nicht. Okay, jetzt schnell wieder re-equippen. Jetzt holen wir uns mal die krasse Spitzhacke. Und unser dürfte eigentlich er dürfte eigentlich die Mitte dominieren. Da dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Da hat er das Gold. Ach so. Gib mal, wäre jetzt nice, wenn er das Gold hergibt, okay. Genau, er hält die Mitte mit dem Gold. Mit dem Bogen. Gold, please. Halt die Mitte. Witwe. Oder wir machen es einfach so. Ist ja auch eine Möglichkeit. Dann machen wir es halt so. Der ist beschäftigt. Der auch. Die blicken es nicht. Wir jump and run, skillen hier einfach drüber. Bauen das Bett ab. Und da ist er, der Gomme. Da wartet er auf uns. Wo bist du denn, mein Freund? Der Herr Gomme. Blockhitten des Todes. Da ist er down. Ach so, du hast nur einen Knockback-Stick. Hi. Na? Und da haben wir das Ding gewonnen. GG. 7 Minuten 44. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.